Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect Legendary Edition. So, ich würde sagen, wir machen noch endlich eine Mission, bevor wir bei Maya starten. Und zwar hier Piraten, gemachte Pferdekopfnebel abgrase ins Strenus-System. Und das machen wir jetzt mal. Beziehungsweise müssen wir sie erstmal hin. Pferdekopfnebel. Ach, der ist bei Noveria. Okay. Pax Strenus. Eigentlich müsste man ja theoretisch dort schon alles gescannt haben, oder? Mal kurz drüber gucke. Was? Was? Wo können wir hier landen? Hä? Da willst du mich verarschen. Das, 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 da hinten? Strenus-System. Alter. Warum? Warum? Piraten. Das Strenus-System. Im Pferdekopfnebel. Tja. Tja. Ist verbuggt. Das ist schlecht. Feindliche Übernahme, Gangsterbosse ausschalten. Den ersten im Handelssystem Gemini Sigma. Ah, das Gamma Cluster im Dis-System. Machen wir mal das. Eieiei, wenn das andere nicht machen dürfe. Was war es? Hartes Gamma. Haben wir denn jetzt schon? Hä? Ach, guck mal hier. Das ist neu, oder? Keine Ahnung. Mach mal das. Grenzsaal. Mal kurz gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Nee. Okay. Na gut. So, irgendwie betrügt die Dame uns dann noch. Irgend sowas weiß ich noch, grob. Syndikatversteck. Erkundet das Platin-Vorkommen, mumifiziert das Sarian. Ah, da waren wir hier schon, oder? Wir fahren hier mal grob hin. Weil das Ende Vorkommen haben wir auch schon erkundet. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Irgendwie ist es ja auch nicht so immer markiert, wo man schon war und wo nicht. Das wäre eventuell so sinnvoll die Funktion gewesen. Aber ich glaube, das kommt im zweiten Teil dann, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Hier schon. Aber dadurch stand der erste Hammer gemacht. Was das für der zweite Hammer war. Ja. Ansonsten schon gerne mal der Episode der Titel Pleiten, Pech und Pannen. Und,
haben wir wahrscheinlich besser, wenn wir hier außen rumfahren. Naja, so. Elegant drüber gesprungen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was holen können. Nee. Okay. Hä? Waren wir hier wirklich schon komplett überall? Naja, dann halt nur zum Syndikatversteck. Kann ja nichts davor. Das ist wohl hinter das, oder? Was so fürs Warmer, du Arsch schon. Es hat einfach nur falsch in der Mission gestanden. Ach ja. Das wär's, jo. Hier ist noch bedeutend ruhig. What the freak, war mir echt schon. Das kann ja wohl nicht Sinn. Das kann ja wohl nicht Sinn. Hier ist nix. Das gibt's doch nicht. Ersteren haben sie besiegt. Ja toll. Dann müsste ich ja bei der zweite fliegen. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch, hier waren wir schon. Könnte ich doch brechen. Aber sowas von. Pleiten, Pech und Pannen. Eieieiei. Alles nur, weil man die Endmission nicht machen konnte, weil die verbuggt ist. Unglaublich. Dann gucken wir mal, wo wir da eigentlich hin müssen. Also Gemini Sigma müssen wir. Und nicht Hades Gamma. Gemini Sigma ins Han-System. Gemini Sigma. Ist gerade näher dran. Ming. Han. Dann fangen wir bei Ming an. Vielleicht ist da ja was. Kann man ja nie wissen. Schon, das doch kenne ich doch. Nee, hier waren wir noch nicht. Hä? What the frick? Hier. Oder ist hier noch eine andere Mission? Das kann natürlich auch sein.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil was mich jetzt verwirrt, ist halt, da war ein Planet, den heute mal nicht erkundet. Die meisten Systeme wurden deaktiviert. Nur die Lebenserhaltung funktioniert noch. Okay. Also ist hier nur was getriggert worden, Gespräch? Haben Sie das gehört? Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Das ist das Letzte, was du auf dem verlassenen Raumschiff führen willst. Das war kein Unfall. Das könnte alles eine Falle sein. Aber was ist das für eine Mission hier? Oh, ich kann Xena dabei. Machen wir einfach nur so. Crewlog Computer. Sie sagen, Jacob sei fort. Sein Hirn würde nicht mehr funktionieren. Darum wollen sie die Maschinen abschalten. Aber Jacob ist das Einzige auf der Welt, das mir wichtig ist. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Und das macht mich fertig. Ich fühle mich so hilflos und so verdammt wütend. Dr. Smith hat mir Medikamente zur Beruhigung gegeben. Aber ich kann sie nicht nehmen. Nicht, solange ich keinen Weg gefunden habe, Jacob zu helfen. Ich kann und ich werde ihn nicht aufgeben. Okay. Also das doch sagt man momentan überhaupt nichts, das da. Jemand. Jacob wird es nicht schaffen. Sein Gehirn hat zu lange keinen Sauerstoff mehr bekommen. Wir können nichts weiter für ihn tun, außer ihn in Würde sterben zu lassen. Genau das hätte er gewollt. Ich mache mir größere Sorgen um Julia. Sie zeigt Anzeichen ernsthafter Depressionen. Ich habe ihr zwar Medizin gegeben, sollte aber lieber den Captain warnen. Die Maschine hält ihn am Leben. Auf den Anzeigen kann ich keine Hirnaktivitäten erkennen. Er ist tot. Sein Körper ist nur eine leere Hülle.
Vielleicht sollten wir die Maschine abschalten. Das wäre wohl das Beste. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Aber vielleicht sollten wir erst etwas unternehmen, wenn wir weitere Informationen haben. Das ist richtig. Komm, ich kann mich nur daran erinnern. Was ist denn das jetzt? Jacob scheint keine Hirnaktivitäten mehr zu haben. Wir können nichts mehr für ihn tun. Er würde nicht wollen, dass ihn Maschinen am Leben erhalten. Daher sollten wir die Lebenserhaltung abschalten. Aber Dr. Smith macht sich Sorgen, wie Julia darauf reagieren wird. Sie kann Jacob offenbar nicht gehen lassen. Der Stress wirkt sich negativ auf ihre Implantate aus und sie bekommt Migräne. Es wäre wahrscheinlich für alle das Beste, wenn wir ihr erst hinterher sagen, dass wir die Lebenserhaltung abgeschaltet haben. So hätte sie... Julia, was machen Sie denn hier? Warum sind Sie... Oh. Mein Gesicht. Ich mache dich fertig. Oha. Wow. Ja, Rex, du ein bisschen rum. Mach was zur Hölle? Was war denn das da jetzt? Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie eine Mission. Auf jeden Fall war das die Julia. War die... Sie haben das Richtige getan, Shepard. So, der ist hier nun eh tot. Okay. Tja. Okay, das war jetzt neu. Also, beziehungsweise kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Moment. Wo geht's hier hin? Verlauft sich auf dem kleinen Raumschiff hier. Furchtbar. Okay, irgendwas ohne Mission, auch gut. Vielleicht ist das ja irgendwas, wo man dann ihr Schiff das Citadel abgeben muss oder so, keine Ahnung. Vielleicht hätte man da irgendwo Auftrag krit. Das kann ja hasen. So, wir suchen uns erstmal den Planet raus, wo wir hin müssen. Ah ja, Mavignon. So, dann würde ich sagen, da kommen wir alleine schon mal. Das machen wir noch. Dann heute mal eine wahrscheinlich kurze Folge. Ich glaube nicht, dass wir das dann noch fertig kriegen, oder? Gucken wir, was alles zu tun ist hier. Stufe 2, oh, da müssen wir aufpassen. Syndikatversteck, Trümmer. Okay. Trümmer. Oh Gott, ey. Ist nicht euer Ernst. Gucken wir mal hier irgendwie. Oh. Da kriege ich jetzt schon wieder Wasser ins Knie, wenn ich das da sehe.
Nein, 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 nein. Oh, hier, hier hinten ist noch was. Ja, und da ist das doch jetzt. Ah, da, nee. Wir gucken mal, was das ist. Etwas, das ist auch gut. So, und ui. So, machen wir das. Gucken wir uns auch schnell an, was du unten leid. Bums. Mumifizierter Salarianer. Ah, ID-Tag, okay. So. Okay, wir waren immer noch nicht bei unserem markierten Ziel. Stimmt, das haben wir noch gerade so hier beigefunden. Nein, kein Dreschlund, bitte. Keine Lust drauf. Ah ja, hier, da lasse ich um endlich mal teilweise gut fahren hier. Abgestürzte Sonde. Oh, Freak. Okay, dann würde ich sagen, Zielort, dort düsen wir noch schnell hin. Die Mission machen wir dann beim nächsten Mal. Hier. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Auf den Berg oder was? Ist auf dem Berg? Aber sicher doch.
Ich würde sagen, machen wir mal Puls hier. Beim nächsten Mal geht's da hoch. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin dann. Bye bye.